Und willkommen zurück, Leute. Oder mehr oder weniger. In Anführungszeichen, willkommen zurück. Ihr seht ja bestimmt gerade, dass das alles nicht so schön aussieht. Wie ihr wisst oder wie ihr nicht wisst. Ja, du siehst wieso immer hässlich aus. Übrigens, das ist Stone neben mir mit Bärtchen. Ein Vibe mit Bärtchen. Ihr seht, dass es nicht so schön aussieht. Ich bin ja noch im Urlaub. Für die Leute, die es nicht wissen. Und so sieht Ark auf meinem Laptop aus. Es läuft recht flüssig, wenn ich es so einstelle. Ist aber trotzdem nicht schön genug, um da irgendwie Folgen rauszuhauen abends. Wovor natürlich jetzt irgendwelche Leute wieder schreiben. Oh Dex, genieß doch deinen Urlaub. Ich genieße doch meinen Urlaub. Das würde ich doch nie wagen, meinen Urlaub nicht zu genießen. Aber ich bin ja abends dann gelangweilt hier und habe meinen Laptop ja dabei. Und ich muss ja mich auch noch um meinen Kanal kümmern. Und dann will man ja ab und zu auch mal spielen. Aber irgendwie arg will mein Laptop dann doch nicht irgendwie unter Dach und Fach bringen. Das ist dann doch ein bisschen zu heftig. Also das wäre jetzt hier die Grafik, wo ich gut spielen mit könnte, wo ich dann auch die 10 Let's Plays mitgemacht habe, die jetzt letztens rausgekommen sind, aber ich möchte meine Folgen jetzt, meine Season 3 Folgen so nicht rausbringen, das macht keinen Spaß. Ihr sollt natürlich dann auch Full HD bekommen, damit man Stone sieht in voller Pracht mit Busenwunder und Ziegenbärtchen und Bankerfrisur. Was für ein Penner, ey. Er hat sich übrigens geweigert, sich ganz nackig auszuziehen. Er hat wenigstens noch ein bisschen Etikette, ne? Ja, du hast Schuhe an, also. Ich hab Schuhe. Ich nicht. Ich hab Schuhe. Die sind wenigstens grün. Ja, wegen des Barfuß, wiesiger Sandstrand. Ja. Ja, und dann kommen wir nochmal zurück zu meinem Urlaub. Ich bin ja eigentlich, guck mal, ich guckt euch das mal an. Wir sind da. Oh, ich wollte nicht meine Rückenbehaarung zeigen. Das sieht da aus. Ich hab voll die Frisur. Ich bin ja in Ark hier, wunderschönsten Strand. Bin ja eigentlich hier im Urlaub, im Ark. Aber. Wir werden, wie gesagt, keine Arc-Folgen raushauen, die dann natürlich meine letzten Folgen oder die ganzen Folgen, die wir gemacht haben, ein bisschen versauen von der Grafik. Das wollen wir nicht. Also müsst ihr noch ein bisschen warten. Ich komme erst Anfang März bin ich wieder zurück. Und dann starten wir ja auch dann, ich glaube auch eine Woche später starten wir dann auch unser Community-Projekt mit euch. Das Let's Play Together. Und ja, Let's Play Together wird ja dann so gesehen sein, dass ihr mit uns spielen könnt. Auf unserem dritten Server wird das dann wohl sein. Wir wissen noch nicht ganz genau, habe ich ja schon mal gesagt, wie das alles gemacht wird. Wir sammeln ja noch so ein bisschen Spenden für den Server. Übrigens, Spendenlink findet ihr in der Videobeschreibung. Aber was ich noch sagen wollte, was ich jetzt alles vorprogrammiert habe mit Stone und dem Grave, das ist The Forest zum Beispiel. Und die Folgen werde ich natürlich jetzt hier im Urlaub immer Stück für Stück raushauen. Da könnt ihr auch gerne mal vorbeigucken. Ich finde die Folgen, die sind uns richtig gut gelungen. Es macht auch richtig Spaß, The Forest zu spielen. Was eigentlich auch lustig ist, The Forest läuft auf meinem Laptop perfekt, problemlos. Und ich finde eigentlich The Forest von der Grafik her realistischer. Ich habe keine Ahnung. Mir ist mehr zu laden. Ja, es ist einfach. Die Engine ist anders. Hier hast du unter was. Ja, es ist also, na klar, Ark ist größer, Ark hat mehr Tiere, Ark ist ein bisschen alles anders, aber ist aber auch ein bisschen schlechter optimiert, finde ich. Also, da haben wir auch schon mal so ja. MTS längere Zeit drüber diskutiert. Was ich übrigens, wenn wir gerade über schlecht, was machst du da eigentlich gerade? Ich sehe keine Bewegung. wenn wir gerade über schlechte Optimierung, das hatte ich gesagt gehabt, die schlechte Optimierung, ich habe jetzt vor kurzem beim Kumpel war ich jetzt hier gewesen im Urlaub und habe beim Greyfox übrigens, viele Grüße an Greyfox, viele Grüße an den Automatics, die sind ja auch auf unserem Server hier unterwegs, irgendwo im Busch da hinten und da habe ich mir Ark auf der PlayStation 4 angeguckt und ich muss ganz ehrlich sagen, lieber Entwickler, mach das vernünftig, das sieht mal gar nicht gut aus. Ich finde das auf dem PC so schön, ist klar, PC kann man jetzt nicht mit der PlayStation 4 oder mit der Xbox vergleichen, aber man kann da viel, viel mehr rausholen. Und ich fand auf der PlayStation 4 fand ich das ein bisschen schade, dass das nicht so gut aussieht, dass man das ein bisschen besser hätte machen können, ganz klar, weil die PlayStation 4 hat natürlich auch Power. Also ich kann jetzt nicht über die Xbox reden. Definitiv PlayStation 4 Pro, noch mehr Power. Ja, also ich habe da, wir haben jetzt da Mortal Kombat gespielt, wir haben da Tomb Raider gespielt, das war nicht alles tausendmal besser als Ark. Und das fand ich ein bisschen schade, weil Ark viel, viel mehr Potenzial hat.
auch schöner auszusehen auf der Konsole. Also Entwickler, drückt da mal hier mal ein bisschen auf die Grafik, ne, Power Button, damit das ein bisschen schöner wird für unsere Konsolenspieler. Grafik on. Power on. Und dann nochmal zurück. Wir werden natürlich jetzt in diesen Tagen, wo ich noch im Urlaub bin, meine Forest-Folgen rausbringen. Ich werde euch in der Endcard auch noch The Forest verlinken. Dann habe ich noch was Kleines, ein kleines Mini-Projekt vorbereitet für euch. Das wird jetzt auch noch mal rauskommen. Dann habe ich noch ein paar Remakes gemacht für euch, für einige Zähmungen. Die kommen dann auch noch raus im für den Urlaub, oder besser in den Urlaub. Im Urlaub, wie ich jetzt gerade nicht am Rechner sein kann. Deswegen habt ihr dann wenigstens nicht diese Tage, wo ich nicht da bin, dann den Kanal am Schlafen. Also gesehen, habt ihr schon immer was zum Sehen. Wie gesagt, nochmal Leute, ich lege euch The Forest ans Herz. Wenn ihr es unbedingt sagt, wir möchten jetzt nicht gerne Forest gucken, dann eben nicht. Aber wenn ihr Survival Horror mögt, das macht echt Spaß und ist echt gruselig und erst recht mit diesen zwei Bekloppten hier, die immer mit mir spielen. Ach so. Unglaublich. Was soll das denn heißen? Unglaublich, ey, das ist echt. Ich habe immer, wenn ich mir die Folgen mal ab und zu mal angucke, kriege ich immer noch Gänsehaut, wie ihr da handhabt mit der Axt und und den armen Menschen. Wir sind voll freundlich, wir sind umweltbewusst, wir verwerten alles. Verwerten. Also. Dann verbleiben wir einfach mit Verwerten von Rohstoff. Genau. Oh Gott, ich habe die geilste Frisur. Wieso macht Ark mir graue Haare? Das würde ich gerne mal wissen. Wieso? Weil du alt bist. So sehe ich übrigens auch im echten Leben aus. Wer hätte gedacht? Nein, ich sehe nicht so im echten Leben aus. Dann vielleicht. Ihr könnt ja mal in die Kommentare unten drunter schreiben, ob ihr es mögt oder nicht mögt. Wie gesagt, ich bin ja noch im Urlaub, noch ein paar Wochen. Und ich hatte mir überlegt, vielleicht so Live-Vlogs zu machen. Vlogs? Vlogs hört sich immer so bescheuert an. Also, ne, ich habe hier so eine nette Kamera von meinem Smartphone. Und da könnte ich hier eigentlich mal so Vlogs machen. Aber die Frage ist ja immer, über was, ne? Über was? Was soll man denn erzählen? Ich kann ja mal... Gott in die Welt, der Jim. Die Leute, die nicht wissen, wo ich gerade so abhänge. Aachen, vielleicht kennt ihr es. Aachen ist in der Nähe von Köln. Ganz am Rand. Westliche Stadt. Ganz bei mir in der Nähe. Ja, bei dir ganz sicher. Also gesehen, ich könnte ja immer durch Aachen laufen und den Aachener Dom filmen. Oder leckere Aachener Printen essen oder sowas. Das wäre ja auch was. Ach nicht, dann campen die bei Aachener Dom. Auf einmal sind 2000 Leute. Was denkst? Tja. Nicht. Ich würd jetzt gerne sagen, nö, ihr wisst ja gar nicht, wie ich aussehe, aber ihr könnt ja sehen, wie ich aussehe. Ich habe ja natürlich beim Abo-Special einmal mit dem Grave am Strand und einmal war das, glaube ich, alleine. Ja, alleine. Da könnt ihr mich, meine Hackfresse sehen, wie ich aussehe. Gruselgnom in Real Life. So, ich glaube, wir machen jetzt, glaube ich, hier mal Schluss, weil irgendwann die Grafik geht mir so auf die Eier, das ganze Gepixel hier. Ich könnte ja die Grafik mal hochschrauben. Ich zeige es euch mal ganz kurz, wie das aussieht bei mir im Moment. Ich habe dieses hier für Leute, die einen schwachen Rechner haben. Ihr könnt Ark spielen. Ich habe jetzt ich hier... Ich war mit 30 FPS, huhu. Weiß ich gar nicht, was habe ich denn? Also ich habe 30 FPS und ich habe keine Probleme. Ich habe 13. Aber ich habe hier, das ist die Auflösung, Auflösungsverhältnis. Die könnt ihr runterschrauben. Ihr müsst nicht dieses hier runterschrauben, sondern das hier. Weil wenn ich das jetzt hochschraube, so, anwende, speichern. Habe ich nur noch mal ein FPS. Dann sieht das nämlich gar nicht so schlecht aus. Ihr seht, ich gehe mal ganz nah ran. Aber ihr merkt, es lag nur noch. Ihr seht, das sieht alles supi aus, aber ihr seht, langsam, das ist nicht so schön. Also, dann machen wir doch lieber hier wieder das Zeug hier wieder runter. So, gehen wir wieder in die Mitte, ein bisschen runter, damit das alles wieder flüssiger wird. So. Man sieht ja sofort, dass die Pixel ein bisschen grober sind, also sieht nicht so schön aus. So, das war's eigentlich schon. Also, wie gesagt, Leute, das war nur ein kleiner Salut aus dem Urlaub und... Wenn ihr mögt, mache ich Vlogs. Wenn ihr sagt, ach, mach doch ab und zu nochmal hier so ein Hallo und erzähl mal, was du so im Urlaub gemacht hast, mache ich gerne. Aber ihr müsst dann eben mit dieser Grafik hier auskommen. So, ja. So ist es dann eben. Alles klar. Wie gesagt, in der Endcard kriegt ihr noch die Videos von The Forest und noch von irgendwas anderem. Mal gucken, was ich noch so raushauen kann. Und wie gesagt, guckt mal vorbei. The Forest ist total lustig. Und ja,
Und wie gesagt, der Donation-Link ist in der Videobeschreibung, wenn ihr was abdrücken möchtet für unseren Server, für unser Serverprojekt. Wir sind ja nicht irgendwie hier bei irgendwelchen Netzwerken beigetreten oder sowas, dass wir irgendwelche Mega-Sponsoren haben. Eigentlich schon. Gronkh, eigentlich ja. Am besten wir mit Gronkh zusammenarbeiten. Ja. Ja, klar. Ja, ich könnte eigentlich mal anrufen. Gestern so. Du, Erik. Kannst du mal kurz? Nee, alles klar. Ich kann gerade keine Videos machen, kannst du die bei mir Kanal hochladen, danke. Ich komme mal kurz vorbei. Gib mal deinen alten Rechner. So. Ja. Aber jetzt komm. Jetzt, das war's. Oh, wenn jetzt ist vorbei. Rauszoomen, dann gehen meine Haare kürzer. Aber jetzt. Schluss. Und bis zum nächsten Quatschen. Tschüss. Quatschen. Ich hab euch alle lieb. Beleidigen? Auf Deutsch heißt das beleidigen. Okay. Taunt. Und tschüss. Düsen. So, bevor ich es nochmal vergesse. Strom spuckt Feuer. Bevor ich es wieder vergesse, wenn ihr trotzdem Lust habt, immer noch zu kommunizieren, einfach mit mir chatten, schreiben oder wenn ihr einfach mal lesen möchtet, was so abgeht gerade, ihr könnt natürlich bei mir bei Facebook, Dexo23 Gaming, ist auch alles in der Videobeschreibung und verlinkt, beitreten. Oder wir haben auch eine Steam-Gruppe. Wenn ihr in der Steam-Gruppe, die ist offen, beitreten möchtet, macht das gerne. Wir schreiben dort über alles Mögliche, so was einfach so abgeht. Und wenn ihr Böses schreibt, dann ist der Stone da als Administrator und er schmeißt euch raus. Nein, also aber so fort nicht. Was bist du denn? Kommst du nicht rein? Also gesehen, ihr kommst nicht rein, du kommst hier raus. Deine Schuhe passen mir nicht. Also gesehen, wenn ihr Lust habt, könnt ihr bei Facebook mitmachen. Da schreibe ich ab und zu mal so, was gerade abgeht, wenn ich schlafen gehe oder wenn ich aufstehe morgens. Oder wenn Gott. Ihr einfach bei Steam in die Gruppe beitreten möchtet, könnt ihr es gerne machen. Ihr könnt da schreiben, was ihr möchtet. Wir kümmern uns um euch. Oder auch nicht. Bis dann und tschüss. Düsen. Nein, ja, nein, Beleidigung. Jubeln machen wir jetzt. Oh. Oh! Los, Dex. Habt ihr den Wind nicht? Ich hab den Wind. Schon auf drei. Ist doch geil. Die Bäume knacken hoch. Die finden mir richtig gut, die Kulisse hier. Die sind noch nicht so trügerisch mehr. Ich wollte gerade sagen, ich mach mich schon langsam in die Hose. Die will so einen nicht sehen. Kann nicht einer hinter mir gehen? Und man sieht seine Füße, das finde ich auch sehr toll. Ja, aber ich finde... Das stört mich nämlich, wenn man... Vor uns ist einer, vor uns steht einer, Dex. Oh nein, ne. Einfach ist er... sehen. Auf wen geht er? Greift er an? Oh, du greifst an? Komm her! Ich hab ihn gekillt. Boah. Oh, den kann man tragen. Ich schmeiß immer den Werk runter, damit wir den vielleicht nicht sehen. Dass er nicht gefunden wird oder sowas. Oh Mann, warum greift denn der hier an? Was macht ihr? Was vor? Auseinandernehmen. Ich nehme meine Hand mit. Fuß. Was ist mit euch los?